Hi zusammen und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. Ich möchte eine coole neue Reihe mit euch starten und zwar 7 Tage 7 Make-up-Looks bzw. Augen-Make-up-Looks. Ich möchte mit ganz viel Glitzer und Bling-Bling arbeiten, super verschiedenen Farben und natürlich werden wir meine Nessa Rose Beauty Shop Lashes dafür benutzen. Ich habe 7 verschiedene Wimpern und wir werden in jedem Make-up-Look ein anderes Wimpernpaar benutzen. Meine Grundbase werde ich immer vorab machen und wir sehen uns dann immer zum Augen-Nachschminken wieder. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie gemacht und ich habe richtig Bock drauf und wie gesagt, Leute, somit seht ihr meine Wimpern in Aktion und da freue ich mich riesig drauf. Ich würde sagen, wir starten heute mit dem ersten Augen-Make-up und sehen uns jetzt gleich mit der Grundbase wieder und dann geht's los. Erstes starten wir mit diesem Ton. Danach gehe ich in diesen Ton hier rein, der ist so ein bisschen heller und den trage ich auf mein gesamtes Lid. Richtig den hier dann wieder nehmen und das Ganze ausblenden. Am unteren Lid gebe ich mir jetzt auch nochmal diesen Ton von gerade. Ich arbeite mich jetzt von vorne nach hinten hin dunkler. Unten bin ich noch nicht sicher, ob ich ganz dunkel arbeiten werde, weil wir auch viel mit Strass arbeiten werden heute und ein paar Perlen vielleicht. So, danach gehe ich in den Ton, den ich hier gerade eben gezeigt habe und den trage ich mir hier auf. Den Ton gebe ich auch so ein bisschen unter mein Auge. Dann nehme ich den hier und der kommt nach ganz außen. Danach kennt ihr mich mittlerweile, muss ein ganz, ganz kleiner Wing hinten sein, den wir heute ein bisschen ausblenden werden. Ich glaube, ich ziehe den sogar mit Eyeliner jetzt nach und dann smoken wir das Ganze so ein bisschen aus. Ich nehme jetzt diesen Braunton und werde das Ganze so ein bisschen aussmoken. Ich bin jetzt doch nochmal in den hier gegangen. Ich glaube, der funktioniert ein bisschen besser für mich. Und damit gehe ich jetzt nochmal hier drüber. Und hier unten lang. Ich verlinke euch übrigens mal die Glitzersteine, die ich benutze, unten und auch die Perlen, die ich benutze. Ich hatte die nämlich bei Amazon bestellt. Die sind wirklich sehr, sehr toll. Ich ziehe mir jetzt hier vorne noch so ein bisschen mit dem Rest, der an dem Pinsel dran ist. Dieses Spitze. Könnte ich auch so ein bisschen mit dem Eyeliner-Pinsel machen. Und fluffigen Brush gehe in diesen Ton hier rein, in dieses Glitzer und gehe ganz kurz hier so lang. Ich werde euch, ich hoffe, ich vergesse das nicht, die süße Maus, wo ich mir die Inspo geholt habe, beziehungsweise wo ich den Look so gut wie nachschminke. Ich habe schon ein bisschen was anders gemacht, aber sonst mache ich ja wirklich immer 1:1 die Looks nach, aber der Look hat mir so gut gefallen und ich dachte mir so, we need to try it. Und hinten dunkel ich mir das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen ab. Habe ich gerade nochmal Lust drauf bekommen. Dafür nehme ich den hier. Gehe ich auch so ein bisschen rein. Oder ist ein bisschen rot-rot. Ich gehe daneben in dieses Orange nochmal so ein bisschen.
und arbeite mir das hier so rein. Seht ihr das? Dass es so ein bisschen dunkler wird hier an der Stelle. So, dann nehme ich mir meinen coolen Blender Brush. Gehe hier nochmal drüber. Ich mache übrigens auch immer zwischendurch regelmäßig meine Augen so sauber, dass nichts runterbröselt. Heute benutzen wir das Modell Gorgeous von mir. Ich hatte das in der Hälfte durchgeschnitten und das werden wir uns hinten schön hinkleben. Ich tusche jetzt erstmal gut meine Wimpern durch und biege die vorher mit meiner Wimpernzange hoch. Und danach werde ich nämlich die Strasssteine kleben. Ich glaube, dann kann ich das auch viel besser einschätzen, wo ich was wie hinkleben möchte. So, erstmal meine Wimpi-Zange. Boah, ich liebe die Leute, die ist, glaube ich, ja, die ist von Catrice. Achso, meine Mascara ist übrigens die I Love Extreme Mascara von Essence and Waterproof. Ich nehme heute sogar mal den schwarzen Kleber. Ist ein bisschen risky, aber we try it. Wie gesagt, meine Wimpern in Gorgeous. Da habe ich die Hälfte geschnitten. Also Leute, ich muss euch ehrlich gestehen, ich hätte niemals, absolut niemals gedacht, dass ich diesen Half-Lash-Look unnormal feiern werde und deswegen alle meine eigenen Wimpern durchschneiden werde. Aber ich habe jetzt immer so ein paar, was in der Hälfte ist und ein paar, was ganz ist. Ich liebe das einfach übertrieben. Also muss ehrlich gestehen, ich hätte niemals gedacht, dass ich das so krass feiere. Viele fragen mich auch immer, hey, warum bringst du dann nicht halbe Wimpern raus? Weil nicht jeder halbe Wimpern mag. Und ich muss ehrlich gestehen, ich finde halbe Wimpern auch ein bisschen blöd rauszubringen, wenn man das so sagen kann. Denn nicht jeder schneidet die Wimpern an der Hälfte durch. Ich schneide auch nicht jede Wimper an der Hälfte durch, sondern manche lasse ich länger. Manche schneide ich noch extra länger ab, damit ich hinten das letzte Stückchen an Volumen noch dran kleben kann. Also ich finde, ihr könnt mit einem ganzen Wimpernband viel geiler arbeiten und habt viel mehr Optionen. Zum Beispiel das Modell Lovely bei mir, wenn ihr das in der Mitte durchschneidet, habt ihr zwei Paar Wimpern, weil die exakt gleich sind von hinten nach vorne. Deswegen habe ich die zum Beispiel in der Mitte durchgeschnitten. Hier habe ich mir, glaube ich, so ein bisschen mehr abgeschnitten als die Hälfte bei dem Modell Gorgeous. Und welche habe ich noch zerschnitten gehabt? Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr, aber ich bin auf jeden Fall, ich bin im Hype, was das angeht. Also ich liebe das wirklich sehr und ich finde, das sieht so krass gut aus. Wir sind übrigens noch nicht fertig. Es kommt jetzt gleich nochmal Mascara vorne dran an den Part. So, ich nehme jetzt nochmal hier meine Wimpy. Klebt mir den ganzen Spaß hier nochmal fest. So. Oh, ich liebe das einfach. Jetzt nehme ich mir nochmal meine Mascara und gehe hier vorne nochmal drüber. Also diese Wimper hier, ne? I don't like you, Bruder. So, jetzt ist besser. Dann hier auch nochmal. Ergibt es Sinn? Jetzt wird's spannend. Ich werde mir jetzt erstmal drei hier und drei hier kleben von den Perlen, damit wir das ein bisschen in einer sinnvollen Reihenfolge hier machen. Meine Perle. Meinen Wimpernkleber und mache mir ein bisschen Wimpernkleber auf meine Perle. Das gesehen? Ich habe Wimpernkleber auf die Perle gemacht. Es fühlt sich so ungewohnt an, einfach so eine Perle unterm Auge geklebt zu haben. Ich nehme mir meinen Wimpernkleber, habe die Perle auf der Pinzette und mache mir so ein bisschen Wimpernkleber hier unten dran. Und jetzt klebe ich das dahin, wo ich es gerne hin hätte. Das nächste hätte ich gerne hier.
Die anderen Strasssteine sind übrigens selbstklebend. Das habe ich extra gemacht, weil bei jedem Strassstein das zu machen nervt unnormal. Nur die Perlen habe ich leider nicht in Selbstkleben gefunden. Dasselbe nochmal hier. Und ihr kennt mich mittlerweile, Leute, ich bin Perfektionistin. Ich hasse das, wenn beide Seiten ungleich sind. Dementsprechend versuche ich das so gerade wie möglich hier hinzubekommen. Dick ist auch, dass ihr nicht zu viel Kleber nehmt, weil sonst wird das unnormales Gematsche. Könnt auch immer zwischendurch mit eurem Finger die Wimpernzange dann sauber machen. So. Jetzt kommen wir zu den Strasssteinen. Ich nehme mir jetzt von den orangenen diese Größe hier und packe mir erstmal so jeweils eins daneben. Mittlere Größe. Ich setze die aber auch schon unterschiedlich. Wie wir jetzt bereits verstanden haben, ich bin Perfektionistin, das heißt, dasselbe machen wir auf der Seite auch. Gehe ich in diese hier, nehme mir davon die kleinen und arbeite die dazwischen. Auch hier nochmal ein kleiner Disclaimer. Bitte seid vorsichtig, weil das ist euer Auge. Ehrlich gestehen, ich glaube, mir reicht das sogar. Ich finde das sehr hübsch. Wirklich sehr, sehr hübsch. Mein Gott, das ist richtig, richtig pretty geworden. Ich bin so gespannt, was Erika sagt, weil ich die nämlich gleich sehe. Und ich würde sagen, ich mache jetzt noch den Rest meines Make-ups fertig mit Lippen und dann sehen wir uns wieder. Aus irgendeinem Grund habe ich komplett vergessen, am Ende zu sprechen. Ich hoffe, dass der erste Look euch gefallen hat. Und Leute, ihr wisst nicht, wie sehr ich mich freuen würde, wenn ihr die Videos weiter teilt in euren Stories auf Instagram oder auf eurem YouTube-Account, weil da steckt wirklich sehr viel Arbeit hinter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video. Also bis morgen.